Django kennt kein Erbarmen, alias Pocky Dollaripe Django, war einer der ersten Nachfolger des Original Django, bereits 1966 gedreht, wenngleich er erst 1969 in deutsche Kinos kam, als die Welle schon auf vollen Touren lief. Ich habe noch einen kompletten Satz Werbematerial mit Aushangfotos vom Film, sodass ich den heutigen Beitrag gut bebildern kann. Steigen wir gleich mit der Handlung ein. Wieder ein neuer, tollkühner Kampf des gefürchteten Westernhelden gegen Räuber, Mordbrenner und Banditen. Noch härter, noch verwegener als je zuvor. Sie hassen und sie fürchten ihn. Sein Name wird mit Blut geschrieben, seine Schüsse sind der Tod. Ein neues, mitreißendes Westernabenteuer. Kopfgeldjäger Django findet Sheriff Coleman tot auf der Wiese liegen und nimmt dessen Stern an sich, um ihn selbst zu tragen. Keine seiner besten Ideen, denn erstens kann er wegen Amtsanmaßung angeklagt und zweitens verdächtigt werden, der Mörder des Sheriffs zu sein. Die beiden Killer, die den Sheriff umlegen sollten, werden von ihrem Boss Brownsberg beschuldigt, ihren Job nicht richtig gemacht zu haben, als plötzlich doch ein Sheriff in der Stadt auftaucht. Was hat der Fremde vor? Django sucht Jim Norton, den Boss einer Bankräuberbande, findet aber nur dessen Bruder Trevor, der als friedfertiger Farmer Gänseblümchen züchtet oder so. Seine Nichte Sally gibt das hilfsbedürftige Mädel ab, das öfter mal von Django vor irgendwelchen Strolchen beschützt werden muss, wenn Norton das gerade nicht selbst machen kann. Einen gemeinsamen Feind haben sie auch, Viehzüchter Brownsberg mag weder Farmer noch den falschen Sheriff, den er hängen lassen will. Obwohl sie auf derselben Seite stehen, traut Django dem angeblichen Farmer Norton kein Stück über den Weg. Ist er wirklich nur der Bruder des Bankräubers, oder hat sich der Verbrecher selbst als Farmer getarnt? Dann kommen Sie uns also bald wieder besuchen, Sheriff. Darauf können Sie sich verlassen. Ein verdammt zäher Bursche, Sally. Wenn der erst einmal irgendwo angebissen hat, lässt er bestimmt nicht mehr locker. Ob der Konflikt zwischen den Farmern und Viehzüchtern durch langwierige Verhandlungen oder einen heftigen Bleihagel gelöst wird, könnt ihr euch denken, falls ihr schon mal Filme von Castellari gesehen habt. Das Interessanteste ist auf jeden Fall die Frage, wie sich der Konflikt zwischen Norton und Django lösen lassen wird, denn da steht ja auch noch die gute Sally zwischen. Der Film ist wie viele frühe Italo-Western noch sehr amerikanisch geprägt, sowohl in seiner Platzierung in einem Weidekrieg, Farmer gegen Viehzüchter, als auch bei einigen Charakteren, etwa dem Sheriffsgehilfen, der mich sehr an Stumpy, Walter Brennan, in Rio Bravo erinnert. Sally ist auch eine sehr traditionelle Frauenrolle wie in amerikanischen Western der 50er Jahre angelegt. Vielen Dank, auf Wiedersehen, Miss Sally. Grüßen Sie bitte Ihren Danke, Onkel. Danke, Mr. Fischer, Wiedersehen. Vorsicht, achten Sie bitte auf die Stufen. Darf ich Ihnen behilflich sein? Oh, Sheriff, Sie sind es. Ich wollte mich noch bei Ihnen bedanken. Ich heiße Sally Norton. Leon Klimowski ist als Regisseur auf dem Plakat angegeben. In Wirklichkeit soll jedoch sein Assistent Enzo Castellari den Dreh geleitet haben, was dies zu seinem Regiedebüt machen würde. Castellari ist übrigens auch in einer kleinen Rolle als einer der Revolvermänner zu sehen. Bei italienisch-spanischen Koproduktionen war es manchmal aus Quotengründen notwendig, einen spanischen Regisseur aufzulisten, was dann nur der Form halber geschah. Allerdings sind eine Reihe spanischer Schauspieler tatsächlich beteiligt. Alfonso Rojas beispielsweise ist ein Charaktergesicht, das man oft als Sheriff, Offizier oder ähnliche Autoritätsperson besetzt sieht. Hier gibt er den reichen Viehzüchter Amos Brownsberg, der gewissermaßen der Boss in der Stadt ist. Gloria Osuna als Sally ist mir nicht großartig in anderen Filmen aufgefallen und ist hier auch nicht schauspielerisch groß gefordert. Der Brasilianer Anthony Steffen gibt wie immer einen soliden Django ab. Ein großes Lob muss man an die deutsche Synchronfassung verteilen. Anthony Steffen wird gesprochen von Gerd Günther Hoffmann, der auch Franco Nero im Original Django synchronisierte. Außerdem Paul Newman und Sean Connery und viele andere mehr. Das gibt der Hauptfigur in diesem kleinen Film deutlich mehr Charisma. Frank Wolf als Jim bzw. Trevor Norton hat eine schöne Doppelrolle erwischt als wütender Bankräuber einerseits und friedliebender Farmer andererseits. Das ist immer schön für Schauspieler, wenn sie zwei unterschiedliche Figuren spielen können im selben Film. Enzo Castellaris Bruder Ennio spielt hier unter dem Pseudonym Thomas Moore, einen der beiden Killer der Norton-Bande.
Die Musik von Carlos Savina beinhaltet einen einprägsamen Titelsong, There Will Come a Morning, gesungen von Don Powell, der zum Beispiel auch das Lied Texas Goodbye für Ferdinando Baldis Django der Rächer geschrieben hat. Eine Kuriosität am Rande: Wenn Django den Sheriffstern an sich nimmt, sieht man, dass der mit einer Sicherheitsnadel befestigt ist. Die hätte ich auf den ersten Blick für ein modernes Industrieprodukt gehalten, also für einen Fehler im Film. Aber ich habe erfahren, dass dieses Design tatsächlich schon 1849 in den USA patentiert wurde, also für einen Einsatz im Wilden Westen durchaus zeitgemäß ist. Wieder was gelernt. In diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.